Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop, Dienstag am 9. Oktober 2018. Dienstag ist ein Mars-Tag. Die Hintergrundenergie Dienstag immer die männliche Energie, diese Mars-Energie. Das haben wir Frauen aber auch, weil wir brauchen diese Mars-Energie, uns durchsetzen im Leben, mutig zu sein, etwas in Bewegung setzen oder zum Sport Bewegung. All das ist Mars-Energie. Natürlich ist es auch möglich dienstags, dass wir mehr Bezug haben zu einer männlichen Person. Heute ist aber nicht nur diese Aktivität wichtig, sondern für einen Moment mal nach innen schauen, mal stehen bleiben oder meditieren, weil heute ist Neumond, exakt 4:47 Uhr. Und dieser Neumond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Also nicht wundern, andere Berechnung, andere Ergebnis. Und in Astronomie wird es genauso beschrieben, Neumond ist im Jungfrau. Wird von Spica bestrahlt. Spica, dieser Stern Spica, ist ganz bekannt, befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und das ist die Weizen-Ehre der Jungfrau und symbolisiert Ernte. Entweder werden wir jetzt etwas ernten, was wir schon ausgesät haben, oder wir starten etwas, gerade in diesem Mars-Tag kommt etwas in Bewegung und alles, was wir jetzt aussehen, alles, was wir jetzt starten, wird Früchte tragen. Ein bisschen Geduld, dann kommt auch die Ernte. Spica ist auch ein Tor zum Himmel und hier stehen wir dann in Verbindung mit dem Göttlichen. Ich könnte auch sagen, das ist eine andere Energieform wie Äther. Heute ist Neumond, exakt 4:47 Uhr und das bedeutet, Mond ist für uns unsichtbar. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht. Mond bekommt die Licht von der Sonne und bei Neumondpositionen Sonne und Mond im gleichen Tierkreiszeichen, in gleichen Gradzahl stehen, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten. Für uns ist es unsichtbar. Aber Mond bewegt sich schneller als die Planeten, entfernt sich ziemlich schnell von dieser Position und beginnt die zunehmende Mondphase. Und die zunehmende Mondphase eignet sich gut dafür, etwas starten, was zunehmen soll, was wir vermehren möchten. Dieser Mondhaus, wo dieser Neumond befindet, in Tierkreiszeichen Jungfrau, heißt Hasta. Dieses Wort kommt von Sanskrit und heißt übersetzt Hand und Handlungen. Also nach diesem Neumond, wo wir meditieren sollen, damit wir die Licht in unserem Inneren finden, suchen und finden, damit wir Klarheit bekommen, also für einen Moment abwarten und nachdenklich zu sein oder wirklich meditieren. Nach dieser Klarheit sollen wir aber starten, etwas in Bewegung setzen. Und das trägt auch Früchte. Also dieser Mondhaus beschreibt das auch, Handlungen. Dieser Mondhaus wird bestrahlt von Vindemiatrix. Dieser Stern Vindemiatrix ist bekannt von griechischen Mythologie und es ist die Weinleserin und steht in enge Verbindung zum Weingott Dionysos. Und diese Weinleserin, dieser Stern Vindemiatrix, vermittelt Fest, Lebensfreude und auch Früchte. Einen anderen Blickwinkel, mehr Klarheit, mehr Orientierung. Oder die Wahrheit, das werden die Jungfrau geborenen
erfahren, erleben und bei der Jungfrau Geborenen ändert sich etwas, entweder die Einstellung, aber kann auch das Aussehen ändern, ein ganz anderen Aussehen oder ein ganz anderen Auftreten. Dieser Blick oder Wahrheit oder diese Veränderung, diese Energie ist sehr gut für die Jungfrau-Geborenen, für Stier-Geborenen, für Steinbock-Geborenen, für Skorpion-Geborenen und für Krebs-Geborenen. Einflüsse von außen, was dazu führt, dass die Wahrheit ins Licht kommt oder mehr Klarheit, das erleben die Löwengeborenen und die Waagegeborenen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sollen etwas klar und deutlich erkennen und suchen die Wahrheit. Eine gewisse Unsicherheit, weil Unklarheiten da sind, das erleben die Wiedergeborenen und die Wassermanngeborenen. Jetzt etwas zum Klären oder das richtig Betrachten ist sehr schwierig momentan bei den Schützengeborenen und bei den Zwillingsgeborenen. Themen wie Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen, aber auch Liebe, Partnerschaft, Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage oder etwas vergrößern. Das sind wichtige Themen, gerade bei die Waagegeborenen. Und diese Energie unterstützt nicht nur die Waagegeborenen, sondern auch die Zwillingsgeborenen, die Wassermanngeborenen, die Schützengeborenen und die Löwengeborenen. Einflüsse von außen und so die Werte oder Finanzen, etwas zu klären, in Ordnung zu bringen oder Glück in die Liebe, Partnerschaft, hier hilft bei den Skorpiongeborenen und bei den Jungfraugeborenen. Die Wiedergeborenen sollen mit diesem Thema bewusst befassen, also Werte, Wertschätzung, Finanzen, Liebe, Partnerschaft, Chancen, Möglichkeiten und Gerechtigkeit. Das ist die Aufgabe gerade die Wiedergeborenen. Da herrscht ein Chaos und Unklarheiten bei den Stiergeborenen und bei den Fischengeborenen. Die Krebsgeborenen und die Steinbockgeborenen sollen eher warten, weil das führt zum Verlust oder zum Ungerechtigkeit oder bekommen keine Wertschätzung. Kontakt mit Verwandten, ein Besuch oder jemand besuchen oder ein Familienfest, aber auch Schulungen, das sind die Themen gerade bei den Skorpiongeborenen und diese Energie unterstützt bei diesen Themen nicht nur die Skorpiongeborenen, sondern auch die Krebsgeborenen, die Fischengeborenen, die Jungfraugeborenen und die Steinbockgeborenen. Ein Besuch oder Einflüsse von außen ist zum Erwarten bei Schützengeborenen und bei Waagegeborenen. Die Stiergeborenen sollen die Kontakt aufbauen zum Verwandten oder jemand einladen oder ein Seminar besuchen. Weil das sehr viel Unklarheiten auslöst, sollen lieber warten die Zwillingsgeborenen und die Wiedergeborenen. Das ist alles so ungewiss momentan. Und wo Spannung entsteht, das ist die Löwengeborenen und die Wassermanngeborenen. Zu Hause Ordnung zu bringen oder eine wohnliche Veränderung oder etwas gründen. Diese Basis, dieses Fundament ist sehr wichtig für die Schützengeborenen. Und mit dieser Energie können gut arbeiten auch die Wiedergeborenen, die Löwengeborenen, die Waagegeborenen und die Wassermanngeborenen. Ein gewisser Einfluss kommt von Nachbarschaft oder Unterstützung und da ändert sich etwas in Wohnsituation. Und diese Hilfe bekommen die Skorpiongeborenen und die Steinbockgeborenen. In diese Richtung sollen die Zwillingsgeborenen schauen, etwas verändern zu Hause oder ganz einfach zurückziehen und diese Zuhause genießen, diese Ruhe bewahren, weil in Ruhe liegt die Kraft. Noch Unklarheiten in Wohnsituation oder etwas zum Gründen. Diese Unklarheiten haben die Stiergeborenen und die Krebsgeborenen. Und jetzt eine Zeit, wohnlich etwas zu verändern
oder etwas gründen, das wäre nicht der richtige Augenblick für die Jungfraugeborenen und für die Fischengeborenen. Die schöpferische Kraft, dieser Tatendrang und Wille, die Bewegung ist sehr gut, diese Energie für die Steinbockgeborenen, für Jungfraugeborenen, für Stiergeborenen, für Fischengeborenen und für Skorpiongeborenen. Kommen Einflüsse von außen und dadurch kommt etwas in Bewegung bei den Schützengeborenen und bei Wassermanngeborenen. Diese Themen wie schöpferische Kraft, Tatendrang, Bewegung, aber auch Themen mit Kindern, eigenen Kindern oder die eigenen Kindheit oder Arbeit mit Kindern, dieser Spiegel haben gerade die Krebsgeborenen. Unklarheiten und einfache Müdigkeit, erschöpft zu sein, diese Kraftlosigkeit, das haben die Löwengeborenen und die Zwillingsgeborenen. Das kann natürlich auch bedeuten Unsicherheit. Sie vertrauen ihren eigenen schöpferischen Energie oder sie wissen nicht, in welche Richtung sollen sie ihren Kraft einsetzen. Und wie ich schon sagte, das ist die Löwengeborenen und die Zwillingsgeborenen, die diesen Themen haben. Kraftlos, müde, erschöpft fühlen sie sich die Wiedergeborenen und die Waagegeborenen. Arbeit. Die berufliche Situation, da ist viel im Umbruch, Unklarheiten, Enttäuschungen, aber leidet auch der Gesundheitszustand und da diese Unzufriedenheit. Das können Sie verbessern, gerade die Wassermanngeborenen, die Zwillingsgeborenen, die Waagegeborenen, die Wiedergeborenen und die Schützengeborenen. Eine gewisse Unterstützung bekommen die Fischengeborenen und die Steinbockgeborenen. Und um die Gesundheit kümmern, das ist ein wichtiges Thema, ist bei den Löwegeborenen oder um die Arbeit kümmern oder etwas verbessern im beruflichen Situation, Unzufriedenheit im Arbeit, Enttäuschungen im Arbeit. Und das kränkt alles gerade die Krebsgeborenen und die Jungfraugeborenen. Eine gewisse Spannung im Arbeitsplatz erleben gerade die Skorpiongeborenen und die Stiergeborenen. Inneren Gleichgewicht. Die Harmonie in die Liebe, das ist noch zusätzlich ein wichtiges Thema bei den Fischengeborenen. Die ämtlichen Situationen in Ordnung zu bringen, das kommt noch bei den Wiedergeborenen. Eine Reise oder Besuch von Ausland, das kann auch eine innere Reise sein. Diese Themen trifft noch zusätzlich die Stiergeborenen. Ansehen, Respekt bekommen, diese Verlangen haben gerade die Zwillingsgeborenen. Neue Freundschaften, Bekanntschaften sind möglich bei den Krebsgeborenen. Und die Löwengeborenen sollen hinter den Kulissen schauen. Es ist möglich, dass sie gerade Neider haben. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern.
Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.